Ja, wir brauchen alle Geld zum Leben. Nur ist das noch einmal. Ohne Kohle, ohne Knete ist das Leben eine Qual. Und so sollten alle haben, was jeder eben braucht. Das bereichen wie bei Armen stets der Schornsteinrauch. Hallo allen von Hartz IV und Hartz IV Betroffenen und Bedrohten und allen, die ihnen beistehen. Bei einer der letzten Lesungen waren wir schick essen im Kapitel Eigentlich fast so gut wie. Und ich habe gedacht, heute machen wir mal einen Ausflug an die Tafel. Das Kapitel heißt Der Restetisch. Tafel. Das tönt verlockend. Klingt nach besonderem Anlass, gehobener Gesellschaft, gedämpfter Unterhaltung, diskreten Kellnern, Kronleuchtern, langen Ebenholztischen bedeckt von schweren Damast und blütenweißem Stoffservietten. Klingt nach edlem Porzellan und glänzend poliertem Silberbesteck, nach akkurat ausgerichteten Gedecken, nach im Kerzenlicht funkelnden Karaffen und Kristallgläsern. Klingt nach Einladung zum Diner, zum Fünf-Gänge-Menü vom Sternekoch, bei dem familiäre oder geschäftliche Bande gestärkt oder zarte geknüpft und Staatsverträge oder Ehen besiegelt werden. Tafel. Das klingt nicht nach einer meist versteckt liegenden, engen und heruntergekommenen Vergabestelle für Essensreste, vor deren Tür auch bei Regen und in klirrender Kälte Hunderte von Menschen anstehen, die nicht einmal mehr Geld für Grundnahrungsmittel haben. Wer das Wort Tafel hört, denkt nicht an eine Hochschwangere mit bleichem Gesicht, denkt nicht an Flüchtlinge mit Panik im Blick, nicht an den alten Mann mit Flachmann in der Tasche, nicht an die genervte Jungmutter mit drei Kindern im Schlepptau und auch nicht an die humpelnde Rentnerin, die mühevoll ein abgewetztes Einkaufswägelchen hinter sich herzieht. Eine Tafel ist ein reich gedeckter Tisch für Wohlhabende. Die Tafel ist ein Restetisch für Arme. Das Wort Tafel dient hier der Beschönigung. Schönrednerei war schon immer ein beliebtes Werkzeug in der Politik. Der atomare Entsorgungspark lässt an fröhliche Disneyland-Ausflüge denken. Schönsprech hat sich bewährt. Bewährt sich immer, bewährt sich auch jetzt. Und so ist die Verbrämung ein unverzichtbares Werkzeug auch der neudeutschen Armutsmaschinerie. Vom Schönsprech noch in späteren Lesungen. So landet also jung und alt am Restetisch namens Tafel. Anfangs wurde das Almosen an meinem Wohnort wöchentlich verteilt. Später, als zu viele Tafelkunden kamen, nur noch zweiwöchentlich. Den Tafelausweis habe ich noch. Ein bisschen fettig. Da war in der Einkaufstasche etwas Öliges ausgelaufen, das unzulänglich abgepackt war. Denn auch ich stand bei der Tafel um Essen an, phasenweise über mehrere Jahre verteilt, immer wieder. Und wie ist das so da? Da bist du nun also gelandet, denkst du dir, wenn du das erste Mal dort stehst, gestrandet in der mittelalterlich anmutenden Reihe der Almosenempfänger. Wenn du dich überwunden hast und endlich dort stehst, zum ersten Mal, noch ohne Tafelausweis, ohne Berechtigungsschein, den du nun unter Vorlage einer Bedürftigkeitsbescheinigung, zum Beispiel des ALG-II-Bescheides, erst beantragen musst. Wenn du dort stehst, springt ja tausendealtes Elend dich an. Bilder aus Märchen und Lesebüchern, St. Martin und der nackte Bettler kommen dir in den Sinn, das Mädchen mit den Zündhölzern, das Sterntalerkind. Angst vor Hunger und Kälte steigt in dir auf. Angst vor Verfolgung. Todesangst. Das weit entfernte, Inflation. Das unvorstellbare, Rationierung. Das Schicksal, Lebensmittelmarken, das immer nur das Schicksal anderer war.
ist nun hier in der Warteschlange auch deine Lebensrealität. Und plötzlich hinter dir hörst du eine Frauenstimme. Was? Der Pudelsepp ist gestorben. Ja, mei, wann ist denn der gestorben? Ja, aber wir haben doch noch gesehen vor 14 Tagen. Mei, ja, mei, der Pudelsepp. Und du glaubst dich in die Drei-Groschen-Oper versetzt. Fühlst dich wie bei der Statisterie im Film. Bist dir selbst und deinem bisherigen Leben entfremdet. Und wie nett dann all die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen auch zu dir sein mögen, mit dem Abstempel des Tafelausweises wirst auch du abgestempelt. Abgestempelt als unten. Nicht ganz unten. Unter dir, also wirklich ganz unten, gibt es noch die Obdachlosigkeit. Die Obdachlosen. Doch die bislang undenkbare Obdachlosigkeit rückt jetzt so nah, dass dich friert. Eine Freundin erzählte, sie sei von einem freundlichen Rentner abgestempelt worden, der am engen, zugigen Eingang der Tafel an einem kleinen, wackeligen Tisch saß. Manchmal, wenn sie ihm den Ausweis überreichte, habe er ihre Hand getätschelt. Bis heute wisse sie nicht, ob die Geste tröstend gemeint oder übergriffig gewesen sei. Es sei nicht eindeutig, sei eine euphemistische Geste gewesen. Darum habe sie sich nicht zu wehren gewagt und sei auch weiter dorthin gegangen, weil sie es sich nicht habe leisten können, auf die Tafel zu verzichten. Und vielleicht war es ja auch wirklich nur nett gemeint. Wer kann das schon sagen? Oft. Was geschieht, wenn einem das geschieht? Wer nichts hat, muss froh sein. Denn ohne die Tafel ginge es nicht. Und als die 900. Tafel ihre Pforten öffnete, waren alle froh und es gab eine große Party. Aber war das ein freudiger Anlass? Nein. Über 900 deutsche Restetische für Arme sind ein Skandal. Neben der psychischen Herausforderung kann der Gang zur Tafel auch praktische Probleme mit sich bringen. Als Ergänzerin mit kurzfristig anberaumten Arbeitsterminen konnte ich die vorgegebenen Tafelzeiten nicht immer einhalten. So ging ich oft leer aus. Ein Freund drang darauf, mich, die damals gehbehindert war, doch wenigstens dahin zu bringen. Doch er fuhr einen Mercedes. Und ich kannte die giftigen Seitenhiebe gegen die angeblich Armen, die in ihren dicken Schlitten zur Tafel fahren. Das unbarmherzige Vorurteil wollte ich nicht befeuern. Auf Krücken zum Restetisch humpeln zog ich weiterhin mein Wägelchen hinter mir her. Ein anderes Hilfsangebot nahm ich an, als ich beruflich unterwegs war. Widerrechtlich gekürzte Leistungen von den Argen, es war damals schon das Jobcenter, aber ich finde Argen so einen treffenden Ausdruck. Noch keine Gagenzahlung und Tafelberechtigung, nur am fernen Hauptwohnsitz. So kam es, dass ich während anstrengender Bühnenproben nicht genug zu essen hatte. Ich habe mich gern einladen lassen. Zwar waren die gutherzigen Tafelhelferinnen, ich sage jetzt einfach mal Helferinnen, es gibt auch Helfer, aber die 69 Geschlechter sind mir langsam zu viel. Und ich finde, wir sollten einfach die nächsten 10 Jahre mal die weibliche Form benutzen. Zwar waren die gutherzigen Tafelhelferinnen stets bemüht, den Bettelarmen Gutes zu tun, doch wenn man mildtätig etwas zugesteckt bekommt, das nicht mehr verkauft werden darf, gerät man in Zwiespalt. Einerseits lebt man nachhaltig stolz gegen die Verschwendung von Lebensmitteln an, indem man sich sagt, die Dosentomaten seien ja trotz erheblicher Überschreitung des Mindesthaltbarkeitsdatums noch essbar. Andererseits wird Dankbarkeit erwartet für eine Gabe, die offiziell bereits als Abfall gilt. Aber man kann ja dran riechen, bevor man es isst, nicht wahr? Das habe ich mit leicht verderblichen Lebensmitteln zwar schon immer so gemacht, doch wurde ich das Gefühl nicht los, Essen, das man normalen Menschen nicht zumutet, sei für eine wie mich noch immer gut genug. Einmal lud ich gute Bekannte zum Abendessen ein.
Der gefüllte Kürbis schmeckte fantastisch und die Stimmung war ausgelassen, bis jemand fragte: Ach, wo hast du denn diesen riesigen Kürbis her? Der ist ja so gut und gut, dass so viel da ist. Von der Tafel, sagte ich wahrheitsgetreu. Das Gespräch kam nur zögerlich wieder in Gang. Möchte noch jemand? Plötzlich waren alle satt. Zwar wusste die Runde, dass ich Tafelkundin war und nie hatte sich jemand verächtlich dazu geäußert, doch nun hatten sie selbst etwas von der armen Tafel gegessen, hatten vom Almosen gekostet. Auch die Nachspeise blieb stehen. Man kann ja nie wissen. Mildtätige Tafelspenden helfen indes nicht nur den Armen, sie helfen auch einigen Läden, Entsorgungskosten zu sparen und Steuern obendrein, weil es fürs Tafelspenden eine Spendenquittung gibt. Die Tafellogistik ist gewaltig. McKinsey half sie aufzubauen. Mal googeln. Saß von denen nicht schon mal einer in der Harzkommission? Oniswaki, Malibongs. Für viele ist die Tafel die letzte Rettung. Das ist wahr. Aber wie notwendig das Angebot auch ist, feststeht, die Tafel ist keineswegs ein unproblematisches Hilfsangebot für Bedürftige. Anstelle des grundgesetzlich verankerten Rechts auf nicht hungern müssen, tritt die milde Gabe. Rechtschaffene Bürger und Bürgerinnen werden zu Almosenempfängerinnen. Kein Wunder, dass ab und an jemand durchdreht und den helfenden Händen einen vergammelten Blumenkohl vor die Füße wirft, wenn dieses Bild auch etwas schräg ist. Zweimal habe ich mich geekelt. Einmal vor einem Bündel schleimiger Halimaschpilze, die mir mit einem Augenzwinkern, denn muss man nur ein bisschen putzen, wir haben heute so viel davon, rasch in die Tasche geschoben wurde. Und einmal an einem Adventsnachmittag nach langem Anstehen im Schnee, als ich mir daheim einen heißen Tee einschenkte, freudig in ein Tafelfrüchtebrot biss und den Mund voll Schimmel hatte. Ja, nein, nein, man, das, ich weiß, das kann auch sonst passieren. In einem ganz normalen Geschäft, bei einem ganz normalen Einkauf. Aber wenn Almosen verdorben sind, fühlt sich das eben doch nochmal anders an. Für mich war es ein Moment der Demütigung und ohnmächtige Wut stieg in mir auf. Gewöhnungsbedürftig ist auch die saisonale Verschiebung, zu dem Restetischarme gezwungen werden. Vor Ostern gibt es die Ladenhüter Nikoläuse, die vom letzten Weihnachtsfest übrig geblieben sind. Dazu ein aufmunterndes: Naja, Schokolade ist Schokolade, kann man ja klein machen, nicht wahr? Unsere Zustimmung wollen sie auch noch. Gewiss, kann man klein machen. Schokolade ist Schokolade. Aber wie setzen Eltern aus dem Schokotrümmerhaufen dann einen Osterhasen fürs Kind zusammen, wenn es doch schon keinen Weihnachtsbaum-Etat mehr gibt und keinen Cent für die Bewirtung von Gästen. Ich war froh, dass ich kein Kind mehr im Haus hatte, keine Milchschokolade esse und keinen Weihnachtsbaum mehr aufstellen muss. Doch die Spuren der Entwürdigung wird man nur schwer wieder los. Und jetzt zu Arm und Reich vor 8. Heute über Anpassungsstörungen und über Tafeln. Die Zahlen sind erschreckend. Fast 40% der bundesweit über 950 Tafeln verzeichnen im Vergleich zum September 2020 mehr Kunden.
Das geht aus einer aktuellen Statistik des Vereins Tafel Deutschland hervor. Bei weiteren 40% der Tafeln ist die Anzahl der Gäste zwar gleich geblieben, ihre Zusammensetzung hat sich jedoch geändert. So ist die Steigerung besonders deutlich bei Menschen, die Kurzarbeit oder ALG II beziehen. Hier sind die Zahlen nochmals um 35 bzw. 33% gestiegen. Auch der Anteil der Rentner ist mit 30% erheblich gestiegen. Merklich gesunken um 23% ist die Zahl der Menschen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen. Und vom 5. Januar 2021 eine Nachricht: Der Vorsitzende der Tafeln in Deutschland, Jochen Brühl, fordert für die gemeinnützigen Lebensmittelausgabestellen finanzielle Unterstützung vom Staat, um die Logistik auszubauen. 2020 mussten etwa 190 LKW-Ladungen mit großen Spenden abgelehnt werden, weil den Tafeln die Lager- und Transportmöglichkeiten dafür fehlten, sagte er im Interview, pandemiebedingt. Jochen Brühl, Vorsitzender der Tafel Deutschland, sagte am Dienstag: Wir sehen bei den Tafeln immer mehr Menschen, die durch die Pandemie in eine existenzielle Notlage geraten sind. Die Situation der Menschen hat sich seit dem Herbst weiter zugespitzt. Ersparnisse sind aufgebraucht, ganze Branchen liegen lahm. Nicht alle Betroffenen können die Soforthilfen des Staates beantragen oder das Geld kommt viel zu spät. Nach Datenlage der Krankenversicherung KHH haben behandlungsbedürftige Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen allein im Jahr 2020 um rund 60% zugenommen. Schon zwischen 2009 und 2019 habe es einen Anstieg von 13% gegeben. Bundesweit steigen die psychischen Erkrankungen unter den 6- bis 18-Jährigen um 20%. Auch andere psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Burnout haben um rund 30% zugenommen. Mit einem Plus von 97% verdoppelten sich die Fallzahlen fast. Auch Anpassungsstörungen plus 72%, Burnout plus 54,7%, Angststörungen plus 45% und Essstörungen plus 13% nahmen über diesen Zeitraum deutlich zu. Die Entwicklung hält bereits seit den 1990ern an. Laut EU-Kommission sind 27% der Erwachsenen in der EU von psychischen Erkrankungen betroffen. In der Pandemie hat sich das alles noch verschärft. Das Meinungsforschungsinstitut YouGov hatte im April 2021 für eine Studie 6.253 Personen im Alter von 16 bis 26 Jahren befragt. Sie kamen aus mehreren europäischen Ländern, darunter Deutschland, Frankreich, Griechenland und Polen. Für eine Mehrheit von 52% der jungen Menschen, also über die Hälfte, hat sich die Lebenssituation verschlechtert. Ihnen stehen 10% gegenüber, die in der Pandemie eine Verbesserung ihrer Lebensumstände wahrnahmen. Knapp jeder Dritte erklärte, alles sei geblieben wie zuvor. Für viele brachte die Pandemie materielle Nachteile. Europaweit gaben 44% der Befragten an, Umwelt- und Klimaschutz solle Vorrang vor Wirtschaftswachstum gewährt werden. Insgesamt 42% antworteten mit teils, teils oder weiß nicht, keine Angabe. Insgesamt hält sich das politische Interesse junger Menschen in Grenzen. Etwa ein Drittel interessiert sich stark bis sehr stark dafür, ein fast ebenso großer Teil aber nur weniger stark oder überhaupt nicht. Zum politischen Desinteresse gesellt sich teilweise die Unzufriedenheit mit der Demokratie als Regierungsform. Letztere findet zwar bei 57% Zustimmung und positiv wird auch die Meinungsfreiheit in der Demokratie gesehen. Gleichzeitig ist die Hälfte der Befragten von Korruption und dem Fehlverhalten der Politiker abgestoßen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.